Liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich darf Sie bitten, in den Plenarsaal zu kommen und Ihre Plätze einzunehmen. Ich öffne die 37. Plenarsitzung des Hessischen Landtags und stelle, wenn dem niemand widerspricht, die Beschlussfähigkeit fest. Heute tritt der Landtag zusammen zur Beschlussfassung über die Vertrauenserklärung gegenüber der Landesregierung nach Artikel 101 Absatz 4 der Hessischen Verfassung und zur Leistung des Amtseides des neu ernannten Staatsministers und Ministers der Finanzen. Wir haben uns insoweit heute zusammengefunden, damit die Landesregierung weiter arbeiten kann. Der heutige Tag, unsere heutige Sitzung, hat aber natürlich einen sehr traurigen Umstand. Denn eigentlich befinden wir uns in einer Zeit der Trauer. Und es gibt guten Grund, in dieser Zeit innezuhalten. Und ich darf Sie deswegen bitten, sich nun von Ihren Plätzen zu erheben. Am Morgen des 28. März ist Thomas Schäfer unter tragischen Umständen zu Tode gekommen. Thomas Schäfer war für uns nicht nur ein Kollege, Thomas Schäfer war für uns ein Freund. Die Nachricht hat uns tief getroffen, unvorbereitet, unerwartet. Und in ihrer Unfassbarkeit, in ihrer Unerklärlichkeit lässt sie uns zurück. Sie lässt uns zurück mit einem Gefühl der Betäubtheit, ganz und gar unwirklich. Wir können nicht begreifen, was geschehen ist. So aus dem Leben zu gehen, das entspricht nicht dem, wie wir ihn ja teilweise ja seit Jahrzehnten kennen und kannten. Und dennoch hat er sich offensichtlich dazu entschieden. Ausgerechnet er. Er, der in sich ruhte, der schlagfertig, humorvoll, ausgeglichen, klug, ja, und auch immer Herr der Lage war. Der in jeder Situation souverän und besonnen agierte. Keine Herausforderung groß genug und kein Problem zu groß, um es anzupacken und zu einer für alle Seiten akzeptablen Lösung zu führen. So war er, Thomas Schäfer. Noch am letzten Dienstag der letzten Woche brachte er hier einen Nachtragshaushalt ein, der vielen Menschen, die jetzt voller Sorge um ihre Existenz sind, Hoffnung und Perspektiven gibt. Er hielt hier an dieser Stelle eine starke Rede, ja, eine für ihn sehr typische Rede, kraftvoll, anpackend, zwar realistisch und die Probleme klar beim Namen nennend, aber dennoch mutmachend. Ausgerechnet er sah aber keine Perspektive mehr. Ausgerechnet ihn hatte die Hoffnung offenbar verlassen. Thomas Schäfer wird uns sehr fehlen. Ich will das sehr persönlich sagen. Ich kann mir nicht vorstellen, wie es sein wird, Politik zu machen ohne ihn, der ja sichtlich und auch spürbar Freude daran hatte, Politik zu machen, die Dinge des Gemeinwesens zu gestalten. Er wird uns fehlen, aber wir werden ihn nicht vergessen. Und was bleibt, das ist die Erinnerung an einen ganz besonderen Menschen, an eine Ausnahmepersönlichkeit. Und was bleibt, das ist ein herausragendes politisches Lebenswerk. Der größte Nachtragshaushalt der Landesgeschichte zur Bewältigung dieser Krise. Sein Einsatz bei der Opel-Sanierung. Die Beendigung der Kultur des Schuldenmachens. Heute zahlt das Land Schulden zurück. Die Initiativen während der Finanzkrise und natürlich auch sein Einsatz für die Gesundung der Kommunalfinanzen. Thomas Schäfers Tod ist ein großer Verlust für jeden von uns persönlich. Sein Tod ist ein großer Verlust für unser Land. Sein Tod ist aber vor allem eine private Tragödie,
denn seine Familie hat den Ehemann und Vater verloren. Ihnen, seiner Frau und den beiden Kindern, auf die er so stolz war, gelten deswegen im Besonderen unsere Gedanken. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich möchte Sie bitten, zu Ehren unseres Kollegen, unseres Freundes und des besonderen Menschen, Thomas Schäfer, einen Moment innezuhalten. Sie haben sich zu Ehren von Thomas Schäfer erhoben. Ich danke Ihnen dafür. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich muss Ihnen natürlich auch eine Mitteilung über den entsprechenden Mandatswechsel machen. Für den verstorbenen Abgeordneten Dr. Thomas Schäfer ist gemäß § 40 Absatz 2 des Landtagswahlgesetzes der Ersatzbewerber im Wahlkreis 12 Marburg-Biedenkopf 1 Herr Dr. Horst Falk Abgeordneter des Hessischen Landtags geworden. Die entsprechende Feststellung über die Nachfolge hat der Landeswahlleiter am 30. März 2020 getroffen. Lieber Dr. Falk, ich begrüße Sie unter sehr traurigen Umständen, aber dennoch sehr herzlich hier in unserem Hause, in unseren Reihen. Und ich wünsche Ihnen und uns allen eine gute und eine erfolgreiche Zusammenarbeit. Das hier ist natürlich ein sehr besonderer Arbeitsplatz. Und ich füge hinzu, ein besonderer Arbeitsplatz in besonderen Zeiten. Natürlich ist der Sinn eines Parlaments der politische Meinungsstreit. Aber gerade in den letzten Wochen haben wir erlebt, dass es mehr Gemeinsamkeiten gibt, als das so gemeinhin nach außen scheint. Es eint uns mehr, als uns trennt, und das ist die Wahl, das ist das Wohl unseres Landes. Herzlich willkommen, lieber Herr Kollege Dr. Falk. Auch das will ich Ihnen gerne sagen. Falls Sie Fragen haben, falls Sie Hilfe benötigen, und das ist in den ersten Wochen, vielleicht sogar Monaten des Abgeordnetenlebens selbstverständlich, steht Ihnen die Verwaltung immer zur Verfügung. Aber auch ich selbst stehe Ihnen zur Verfügung. Jeder von uns hat hier einmal angefangen und jeder von uns ist dankbar dafür gewesen, wenn er helfende Hände hatte. Aber eins sollen Sie wissen, Sie sind uns sehr herzlich willkommen, lieber Herr Dr. Falk. Alles Gute für Ihre Zukunft und vor allem gerade in diesen Zeiten viel Gesundheit. Meine Damen und Herren, der Antrag der Fraktionen der CDU und von Bündnis 90 Die Grünen betreffend Vertrauenserklärung gemäß Artikel 101 Absatz 4 der Hessischen Verfassung wurde in den Fächern verteilt, und ich darf Sie fragen, ob Sie die Tagesordnung so genehmigen. Das ist offensichtlich der Fall. Niemand widerspricht. Auch diese Sitzung steht wieder unter dem Einfluss der Ausbreitung des Coronavirus, und wir tagen daher erneut mit einer geänderten Sitzordnung, die unter anderem auch die Nutzung der Besuchertribüne durch Kolleginnen und Kollegen, durch Abgeordnete vorsieht. Wir wollen dadurch sicherstellen, dass ausreichend Abstand eingehalten werden kann. Wir tagen bis zur Erledigung der Tagesordnung. Wir beginnen im Anschluss an die amtlichen Erklärungen, Mitteilungen mit Top 1. Das ist die Erklärung des hessischen Ministerpräsidenten gemäß Artikel 101 Absatz 2 der Verfassung des Landes Hessen.